Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Deponia. So, wir müssen jetzt mal mit ihm reden. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Also schlage ich die Fansaun vor. Nein, ich muss schleusigst zu den Schleunen. Schleunigst zu den Schleusen. Na, die sind ja heute extrem beliebt. Los geht's! Ja, die sind heute besonders beliebt, aber irgendwie. Und wieder verpasst. So wird das wohl nichts. Ich sag ja, es führt zu nichts Gutem, sich in den Lauf der Dinge einzumischen. Soll ich etwa auch feige durch den Luftschacht poltern? Wahnsinnig produktiv. Besonders jetzt, wo die Zeit resettet wurde. Ich weiß. Irgendjemand muss die Kurbel am Chronokar benutzt haben. Und jetzt muss er noch einmal Grill-Donnerstag feiern. Das wird ihm eine Lehre sein. Geschieht ihm recht? Ich fürchte nicht. Wenn er keinen Alu-Hut auf hatte, wird er es heute Abend wieder genauso tun. Und dann wieder. Und wieder. Und wir stecken hier fest und können nichts dagegen tun. Das ist das Ende der Zeit, wie wir sie kennen. Du meinst, dieser Tag wird sich ewig wiederholen? Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Bitte was? Das war kein so übler Tag. Ich hatte Spaß. Schade nur, dass Goal nicht da ist. Vielleicht kriege ich sie ja in der nächsten Schlaufe überredet. Dann würde ich aufhören, sie zu überreden. Und dann werden wir glücklich für alle Zeiten auf Elysium. Aber so geht das doch nicht. Die Zeit würde niemals voranschreiten. Ich hab's schon verstanden. Du kannst dir deinen Werbeblock sparen. Aber was hab ich nur angerichtet? Jo, eine Menge, ne? Diesmal können wir die Echsenhaut mitnehmen. Das ist ja schon mal etwas. McChronicles hätte einfach die Klappe halten sollen, glaube ich, oder? So, jetzt tauschen wir mal den. Okay, wir fahren jetzt mal zum Bissenrad. Cool. Joa. Voll chillig, ne? Ein Datasettenfach. Okay, kann man Tiere steigen. Gehen wir mal da gucken. Okay, Datasettenschlitz, Datasettenschlitz, okay. Wir gehen mal mit. Bist du einer von den Ältesten? Ja, aber gib dir keine Mühe. Der Ältestenrat tagt erst wieder in einer Woche. Es sei denn, jemand gewinnt die 10.000 Spaßpunkte aus dem Funzone-Wettbewerb. Aber die Aktion ist gerade erst gestartet und an einem Tag nicht zu schaffen. Also, warum lehnst du dich nicht einfach zurück und streichelst stattdessen ein paar possierliche Streifenzobel? Warum? Weil. Verdammt, er hat einfach die besseren Argumente. Okay. Ich habe jetzt schon gemerkt, dass wir ein bisschen was an den Einstellungen wieder ändern müssen. Ja, hier ist halt alles wie. Wir bräuchten mal genau die Untertitel. Was gibt's da Tutorial? Auch kein Tutorial. Wir sind tutorialfrei. Ui. Dann fragen wir mal den da. Anna hat ja wohl auf dem Rücken, dass die sich nicht in den komischen Spotter verpacken. Wie nett. Okay. Machen wir mal die Klappe auf. Auch ein Datasettenschlitz. Überall gibt es nur Datasettenschlitze. Das gibt's doch nicht. Echt nicht. Bist du einer von den Ältesten?
Ich bin nicht im Dienst, wenn du das meinst. Aber es ist ein Notfall. Unsinn. Auf Elysium gibt es keine Notfälle. Wir haben eine Maschine, die alle Probleme verhindert. Sie heißt Computer. Jo. Jetzt noch, ne? Jetzt noch. Wurst Things Wurst. Der Automat für ihr persönliches Worst-Case-Szenario. Achtung, Knochen und Zähne werden nicht automatisch entfernt. Können wir da rein? Die Sauna ist geschlossen. Ach, egal. Dieses ganze Zeitgereise ist auch so schon schweißtreibend genug. Streichelzug. Oktober, kann ich noch irgendwo hingehen? Sauna, Streichelzug. Wie kommen wir immer nur zum Gleichen? Jetzt könnte interessant werden. Da können wir was mitnehmen. Wir versuchen mal was mitzunehmen, okay? Aua, heiß. Oh, kann ich dir den Achsenhaut geben? Okay, jetzt frieren erstmal die Küken. Ich wüsste ja schon, was ich damit mache, aber was mache ich jetzt wirklich damit? Ich geh nochmal runter und spreche erstmal mit meinem Chronicle. Du, Mac? Ja? Nur, um sicher zu gehen, dass ich die Zeitsache richtig verstehe. Kannst du Gohl bitte beim nächsten Mal aufhalten? Gohl bitte beim nächsten Mal aufhalten? Ohne sie könnte das hier auf Dauer ganz schön öde werden. Unmöglich. Als sie hier vorbeikam, steckte ich noch in der Röhre fest. Außerdem halte ich deinen Plan für ziemlich ich-bezogen. Ach, ja, du ein bisschen. Mich egoistisch. Wie oft hast du denn die Welt gerettet oder dich für andere in den Tod gestürzt? Hm? Denk dran, noch hast du das alles nicht getan. Das sehe ich anders. Ich finde, ich habe mir zur Abwechslung mal ein und wenn sie nicht gestorben sind, verdient. Ja, aber leider wird dieses nicht kommen. Willst du nicht langsam mal da rauskommen? Nein, das ist nicht unsere Zeit. Wir sollten nichts anfassen. So ein Blödsinn. Wer nichts anfasst, hinterlässt auch keine Spuren. Das gilt für die Zeit genauso wie für Wenzels Pudding. Was sollten wir denn deiner Meinung nach tun? Ich bin ratlos. Das Hochboot ist fort. Und damit die einzige Möglichkeit, rechtzeitig nach Depot zu kommen. Hab ich eh nicht vor. Aber Rufus, du musst! Oder meinst du etwa, du kommst in dieser Zeitlinie ohne Planet unter den Füßen aus? Ach, Deponia retten kann ich auch von hier aus. Ich brauche nur zum Ältestenrat und... Ha! Geistesblitz! Wenn ich dem Ältestenrat beweise, dass Deponia bewohnt ist, dann ist die Inspektion unnötig. Sie werden das Hochboot zurückrufen. Potzpoll, dann kämen wir doch noch rechtzeitig nach Deponia, um den Zeitreset zu verhindern. Oder ich bleibe einfach zusammen mit Gohl auf Elysium. Schlussfanfare, Vorhang zu, Happy End. Standing Ovations. Und am nächsten Tag geht derselbe Vorhang wieder auf. Und dann wieder. Und wieder. That's Entertainment. Was für ein Entertainment. Bis später. Oder früher. Oder beides. Bis später, bis früher. Jacke zu machen. So, okay. Früher bis später, aber was denn nun? Schilson Fanson. Mal da gucken, was ist das? Ah, hier war ich schon. Warte mal, die Liebsten. Muss da reingehen? Okay. Wie wär's mit Echsenhaut vorhängen? Nein, solche hatten wir in unserer alten Wohnung. Sie werden einfach zu schnell ledrig. Und sie stinken mit der Zeit. Verstehe. Aus demselben Grund haben wir Tonis Oma in ein Heim gegeben. Okay. Gut, das war also keine gute Idee. Ich will mal die Show schauen. Nee. Gucken wir, ob wir noch irgendwas bei Gohl machen können. Überlege ich nur. Nee. Ich kann mal ja eine Taste gebrauchen.
echt hübsche Wohnung. Das war Fist, du Banause. Okay, was machen wir jetzt damit? Weißkey. Guck mal, vielleicht wollen die das haben. Vielleicht mal ein steriles Weiß? Nein, danke. Alles, was wir brauchen, ist unsere Liebe. Und vielleicht noch ein paar Stoffmuster, damit dieser Moment ewig dauert. Ach, Tanner. Macht, Schmach. Wirk, wirk. Ja. Gehen wir mal zum Ältestenrat. Vielleicht kommen wir so. Bin ich hier richtig? Ich wollte zum Ältestenrat, nicht zu betreutes Wohnen. Versteh einer diese Illusianer. Erst waschen sie ihr Gesicht, nur um sich dann doch wieder zu bräunen. Hallo? Erst was? Hallo? Wie kann ich hier nichts machen? Erst was? Ja, ja. Wir gehen mal kurz rein. Hey, du, aufwachen! Jetzt. Ich bin wach. Ich muss unbedingt beim Ältestenrat vorsprechen. Gerne. In einer Woche haben wir wieder unsere administrative Zwischensitzung mit Mondzipfeln. Vergiss nicht, eine Kuchengabel mitzubringen. So viel Zeit habe ich nicht. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ich brauche die Audienz heute. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, wenn jemand 10.000 Spaßpunkte erreicht hat. Aber ich muss den Ältestenrat wirklich dringend heute noch sprechen. Eine außerordentliche Sitzung? Oder natürlich... Okay. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ja, auf Elysium ist wirklich ein Tag wie der andere. Einfach herrlich. Ich spreche hier aber von einer temporalen Anomalie. Das Gefüge von Raum und Zeit ist am Zerbröseln. Damit kenne ich mich leider nicht aus. Meine Verantwortungsbereiche sind Protokoll führen und Gebäck bereitstellen. Vielleicht solltest du nächste Woche mal eine Audienz beim Ältestenrat machen. Ich kann beweisen, dass Deponia bewohnt ist. Wirklich? Das wäre zwar schade um meinen I Love Utopia-Schal, aber deshalb nicht weniger sensationell. Offenbar nicht sensationell genug, um deinen Breiarsch aus der Hängematte zu bekommen. Genau. Wenn deine Geschichte stimmt, wird das Inspektionsteam das in wenigen Wochen bestätigen. Und so lange kann ich noch an einem Sorry Deponianer, dass wir euch beinahe ausgerottet hätten, Schal arbeiten. Wenigstens macht er sich darüber Gedanken, ne? Du musst das Hochboot aufhalten. Das kann ich nicht entscheiden. Aber ich könnte dir als Trost einen extra Streuselplunder zum Frühstück bringen lassen. Nee. Ja, es gibt bei denen leider keinen. Auch heute? Nein. Doppel auch nee. Ich bekomme keine 10.000 Spaßpunkte zusammen. Geduld. Wir haben den Wert extra so hoch angelegt, dass es unmöglich ist, ihn an einem Tag zu erreichen. Aber es gibt nur diesen einen Tag. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Du meinst, dein Punktekonto wird gelöscht? Ja, genau, ja. Dann sollten wir den Computerkern überprüfen. Ich schicke jemanden. Na endlich. Gleich morgen. Okay. Danke für nichts. Keine Ursache. Das ist mein Job. Ach, Leselampe, nicht Laserlampe. Was für eine Enttäuschung. Okay, kann ich vielleicht die Wärmelampe reinschieben? Aua, heiß. Was tust du? Was schon? Ich beschleunige deinen Bräunungsprozess. Oh, wie zuvorkommend. Danke. Obwohl,
Hörst du auch dieses besorgniserregende Brutzeln? Das sind nur deine Pigmente, die eine Party schmeißen. Und der Geruch? Es ist eine Grillparty. Ah, wie schön. Okay, nehmen wir mal. Ich kann noch ein ja, natürlich genommen. Kit, die sind ja ganz wachsig. Die Sonne scheint sie etwas angeschmolzen zu haben. Jetzt gucken wir mal. Und ein Drink. Noch was mitnehmen? So, ich könnte die Lampe. Nein, danke. Meine Hände sind noch ganz wachsig von den anderen. Oh. Okay, gucken wir mal. Näherer Steckplatz. Das war ein schöner Ton. Aber etwas farblos. Um zum Computerkern zu kommen, müsste das deutlich röter klingen. Röter. Ist noch Musik drin. Leider kenne ich die Noten nicht. Die Cocktails hier sind ganz anders als bei Lonzo. Ich vermisse zum Beispiel die Stückchen. Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht sollte ich doch mal darüber nachdenken, meine Innentaschen zu waschen. Echt? Okay, jetzt muss ich unterlegen. Warte mal, Stroh und Alufolie? Et voilà, ein weiteres Meisterwerk des psychoaktiven Zukunftsorigami. Wozu brauche ich jetzt noch einen Aluhut? Kann ich ja nicht was trinken? Wir sind doch weich. Mit der Wärmelampe. In der Sapsch geschmolzener Vergnüglichkeiten durch die Finger ran, musste er sich unwillkürlich fragen, ist das die Ironie des Schicksals oder nur ein weiterer Nebeneffekt eingeatmeter Plastikdämpfe? Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich die Noten nicht. Okay, kann ich jetzt nochmal ein paar Bälle mitnehmen? Jetzt habe ich immerhin die Bälle geschmolzen. Nein, danke. Meine Hände sind noch ganz wachsig von den Okay, anderen. Ich kann keine Bälle mehr mitnehmen. Das ist natürlich schade, aber wir sind noch am Ende der Folge. Wir sehen uns am nächsten. Bis dahin. Tschüss.